VHS. Dahinter verbirgt sich die Volkshochschule. Ja. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wie schön. Also den Gutschein kann man bei uns tatsächlich heute gewinnen. Wer unsere Tasse an einem anderen Stand findet, der kann einen 25-Euro-Gutschein gewinnen. Allerdings müssen Sie noch ein Foto davon machen und auf Facebook oder Instagram hochladen. Ein bisschen schwer müssen wir es den Leuten ja machen. Ja, bei 25 Euro, ich meine, hallo. Ja, wir haben aber auch ganz viele Sachen umsonst an unserem Stand, die man sich einfach so mitnehmen kann. Apropos umsonst. Ja. Ehrenamt ist ja meistens, ist grundsätzlich ohne Entlohnung etc. Was hat denn Ehrenamt jetzt mit der VHS zu tun? Diese Verbindung fände ich jetzt mal ganz spannend. Ja, also was viele vielleicht noch gar nicht wissen, ist, dass es bei uns auch kostenfreie Kursangebote gibt. Und zwar für Ehrenamtliche. Cool. Aber nicht nur für Ehrenamtliche, sondern wir haben ein breites Angebot an Kursen, Vortragsreihen. Auch im Bereich Nachhaltigkeit konnten wir gerade ein tolles Förderangebot sichern von der Landesenergieagentur. Wir haben Online-Vorträge kostenfrei. Aber vor allem eben heute sind wir hier, um zu zeigen, dass wir Ehrenamtliche bei uns kostenlos qualifizieren können. Wie sieht das Ganze aus? Also wir haben im Herbst zum Beispiel ein breites Angebot für Ehrenamtliche im Bereich Datenschutz, Buchhaltung, Canva, Social Media für Vereine. Die Menschen können einfach bei uns am Stand, das ist der Infoflyer, aber auf unserer Website sind auch alle Kurse. Und dann können sie einfach die buchen tatsächlich. Also man meldet sich bei uns zum Kurs an und nimmt teil. Das hört sich so an, also was du jetzt gerade genannt hast, das sind ja viele Bereiche. Canva kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen, hat aber was mit Grafik zu tun. Genau. Ja, grundsätzlich. Und das sind ja so Sachen, die in jedem Verein wichtig sind, wie auch Buchführung natürlich, aber auch mal einen Flyer zu erstellen oder ein Plakat, ja, oder mal irgendein Aufkleber, wie auch immer. Genau, also wir arbeiten ganz eng mit dem Koordinierungszentrum für Bürgerengagement vom Wetteraukreis zusammen. Die stehen, glaube ich, da vorne mit der Ehrenamtsagentur Bad Nauheim. Und gemeinsam schauen wir auch immer, was brauchen die Ehrenamtlichen, was für Themen sind für sie wichtig. Und können eben über die Landesförderung diese Kurse für Menschen im Ehrenamt kostenfrei anbieten. Dazu bekommen Menschen mit der Ehrenamtscard bei uns in der Volkshochschule 20% Rabatt auf alle Kurse, die wir anbieten. Egal welche, das ist ja auch nochmal ein toller Bonus, den wir anbieten können. Und was mir immer ganz wichtig ist, also kommen Sie gerne auf mich zu. Also mein Name ist Anna Möller übrigens. Ich bin die Programmbereichsleitung für Gesellschaft und da gehört eben auch Ehrenamt dazu. Ich bin also dafür zuständig, dass dieses Kursangebot da ist. Ja, sehr cool. Die VHS ist Teil des Wetteraukreises? Wir sind Teil der Kreisverwaltung. Als Facheinheit der Kreisverwaltung sitzen hier in Friedberg mit unserem Hauptsitz, sind aber für den ganzen Wetteraukreis zuständig und haben überall im Wetteraukreis Kursangebote. Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Kommt vorbei, würde ich sagen. Die Volkshochschule, kommt an unseren VHS. Stand vorbei. Vielen Dank.